Hey Leute, hier ist Lionel und heute möchte ich euch zeigen, ja, wie wir dieses Beauty-Bild hier mit roten Papierblüten umgesetzt haben. Als zusätzliche Herausforderung haben wir uns heute die Aufgabe gestellt, das alles mit sehr, sehr einfachen Mitteln zu machen, dass wirklich jeder von euch das nachvollziehen und auch direkt umsetzen kann. Viel Spaß dabei! Als allererstes brauchen wir eine Location, in der man sich gut hinlegen kann. Wir hatten zu dem Zeitpunkt sowieso ein anderes Fotoshooting gehabt, deswegen haben wir einfach das Bett, was an dem Set stand, einfach benutzt, um Carina einfach da mal kurz flach hinzulegen. Ihr könnt theoretisch aber auch alles benutzen, was halt irgendwie flach ist, sei es der Fußboden. Ich empfehle aber immer irgendwie zumindest eine Decke oder vielleicht so eine Matratze oder Luftmatratze hinzulegen, damit das Model es halt auch gemütlich hat. Wenn unser Model dann fertig liegt, haben wir hier unsere wunderschönen Papierblüten dran gemacht. Und diese Papierblüten, ja, die hat die Lisa, meine Praktikantin, selbst gebastelt. Also die ist einfach hier hingegangen und hat sich so Seidenpapier, Paper Poetry heißen die, gibt noch andere Hersteller, ja, kostet nicht viel, so 1 Euro für so einen Bogen. Und daraus kann man hier eine wunderschöne Papierblüte falten. Und die haben wir um die Carina einfach drumherum drapiert. Möglichst lückenlos, ja, dass ihr Gesicht halt so komplett in diesen Blüten untergeht. Man sieht auch ihre Haare nicht mehr, sondern quasi nur noch ihr Gesicht und die Blüten. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie man diese Papierblüten genau herstellt, ja, wir haben dafür extra nochmal ein anderes Tutorial aufgenommen, in dem wir das detailliert erklären, dass ihr die direkt falten wollt. Also, wenn ihr wollt, hier erscheint gleich ein Video, da könnt ihr theoretisch draufklicken. Am Ende des Videos verlinke ich es euch aber auch nochmal oder unten in der Videobeschreibung, wer sich halt dafür interessiert. Das Ganze müssen wir aber natürlich auch schon ausleuchten. Ich meine, Carina liegt sehr, sehr schön da. Man könnte theoretisch auch Available Light benutzen. Allerdings war es Abend und ich kontrolliere immer ganz gerne die Lichtstimmung. Deswegen haben wir uns einfach entschieden, okay, wir benutzen Dauerlicht. Ja, Dauerlicht ist sehr, sehr unkompliziert und gibt es von ganz, 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 ganz teuer, mit dem man super viele Sachen machen kann, und ganz, 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 ganz günstig. Und wir haben uns diesmal einfach für die billigste Variante entschieden, ja, die möglich war. Und zwar hier einfach so ein Standard-Softbox-Dauerlicht von Firma, gar keine Ahnung, wie die Firma heißt. Das kostet im Zweier-Set 50 Euro und ist halt hier einfach so eine Softbox, die kann man so aufspannen. So, zack, so schaut's aus. Dann kriegt man hier noch so eine Birne, ja, vom Assistenten hier angereicht, und die schraubt man hier einfach rein. So, vor, ne dran, kommt dann noch die Diffusorfolie. Das Ding schließt man einfach am Strom an und macht Licht. Man kann die nicht allzu viel variieren. Es ist halt immer ein gleiches, gleichmäßiges, weiches Licht, was da rauskommt. Aber für ein Beauty-Shooting ist weiches Licht natürlich etwas super, super Cooles. So, wie leuchten wir denn aber aus, wenn sie ja, naja, flach auf dem Boden liegt? Wir können die Softbox ja schlecht einfach auf ein Stativ stellen und so von der Seite sieht es wahrscheinlich auch ein bisschen komisch aus. Deswegen hatten wir ja eine Assistentin mit am Start, die einfach das Stativ nimmt, dass es auf das Gesicht scheint. Und jetzt ganz, ganz wichtig, Carina liegt ja flach auf dem Boden, ja? Und unser Ziel bei der Lichtsetzung ist es ja eigentlich immer, dass das Licht von oben kommt. Ja? Wenn man liegt, kommt das Licht logischerweise immer von oben. Deswegen müssen wir halt extra nochmal schauen, ja, dass das Licht, also ich liege jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ich liege und ihr filmt von oben auf mich drauf, ja? Dass das Licht eben nicht irgendwie von hier oben kommt, sondern von meinem Gesicht aus, auch von oben. Dass meine Stirn und mein Nasenrücken halt auch getroffen werden, damit sich halt auch leichte Schatten nach unten bilden. Wenn unser Styling steht, wenn das Model wunderschön da liegt, sobald das Licht setzt, müssen wir eigentlich, ja, nur noch einen Ausdruck bekommen, ja. Und der Ausdruck bei Beauty-Shootings ist ja fast eigentlich das Einzige, was wir als Fotograf und was das Model beeinflussen kann. Weil wenn wir so einen engen Bildausschnitt haben, wird der Ausdruck einfach immer wichtiger, ja. Deswegen ist vor allem halt auch die Kommunikation mit dem Model wichtig. Und, was auch nicht zu unterschätzen ist, die Stimmung, ja, die Atmosphäre, die man am Shooting-Tag erzeugt. Wir hatten an dem Tag ja im Hintergrund halt immer so sanfte, klassische Musik laufen, ja, damit Carina halt auch einfach, ich sag mal so, in diesen Shooting-Modus reinkommt, ja, und ja, sich diesen Ausdruck quasi selbst kreiert. Ja. Und dann müssen wir nur noch abdrücken und haben das Foto im Kasten und müssen gar nicht mehr dran viel retuschieren.
So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Was brauchen wir für ein Beauty-Shooting mit einfachen Mitteln? Als allererstes brauchen wir, naja, eine Location. Ja, das kann alles sein. Das kann wirklich ein Boden sein, das kann euer Flur sein. Hauptsache überall, wo man sich hinlegen kann. Ich empfehle aber immer, es ein bisschen weicher zu haben, dann hat das Model es auch gemütlicher. Als zweites brauchen wir irgendein visuell interessantes Material. Ja, wir haben in diesem Fall halt eben diese Papierblüten verwendet, die wir dann überall drum drapiert haben, aber ihr könnt theoretisch jedes Material nehmen. Ja. Hauptsache ist es visuell irgendwie interessant, hat Struktur, ja, und probiert einfach aus, drapiert es um das Gesicht herum, drapiert es um den Kopf herum und schaut, was dabei rauskommt. Ja. Als drittes, ja, das Licht. Wir haben in dem Fall Dauerlicht verwendet, ja, das günstigste, was halt auch geht. Achtet da nur drauf, dass das Licht eben von oben auf den Nasenrücken eben fällt. Ja, und als viertes und vielleicht wichtigstes, ja, baut eine Atmosphäre beim Shooting auf. Ja, damit der Ausdruck nicht irgendwie ein Produkt vom Zufall ist, sondern wirklich, dass der Fokus auf dem Ausdruck liegt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, ja, und ich hoffe wirklich, dass ich dich auch ein bisschen motivieren konnte, auch mit einfachen Mitteln einfach mal rauszugehen und coole Bilder zu machen. Es muss nicht immer so das riesige Set mit super, super viel Technik sein. Ein bisschen Kreativität und coole Leute, mit denen man es umsetzen kann, sind eigentlich schon der ganze Schlüssel zu wunderschönen Bildern. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, ihr!